Hallo zusammen, Meier3007 hier. Ich wurde getaggt, und zwar von der lieben Leonie von Leo Löfchen. Vielen lieben Dank nochmal an dich. Und sie hat mich beim BookTok getaggt. Der Tag hat 9 Fragen, so wie ich das mitbekommen habe. Würde ich sagen, fangen wir doch gleich mal an. Frage Nummer 1. Welches Buch war reines Nervengift? Das war ein Titel von Andreas Franz. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es geheißen hat, aber das war wirklich extrem spannend. Ich lese eigentlich sehr, sehr selten Andreas Franz Titel, weil mir die eben teilweise wirklich zu heftig sind. Dann nächstes. Zeige ein strahlend weißes Buch. Haben wir hier. Und zwar ist es das Buch Nelson das Weihnachtskätzchen. Das habe ich mir ja letztes Jahr im Dezember besorgt. Welches Buch hebt deine Laune? Ist die nächste Frage. Ist jetzt kein Buch im eigentlichen Sinne. Ja, wenn es um Bücher geht, vielleicht ein witziger Regionalkrimi. Aber was meine Laune immer wirklich hebt, sowas hier, so Cartoon-Bände, wie zum Beispiel Garfield. Egal wie mies ich drauf bin. Ein paar Seiten Garfield lesen und die Laune ist wieder top. Ich kann jedes Mal lachen über Garfield. Frech, fett, faul und philosophisch, wie es so schön heißt. Dann, welches Buch hat dich Haare gekostet? Das war der Titel Ampfiff in Kleinöd. Da habe ich mir wirklich die Haare gerauft, weil das Buch dermaßen mies war in meinen Augen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, weil es ewig zwischen Vergangenheit und Gegenwart hin und her gehüpft worden. Wirklich nicht. Oder wo ich mir auch noch die Haare gerauft habe, war das Ende beim Buch Die Holzhammer-Methode, das ich euch ja auch schon mal in einer Rezi vorgestellt habe. Dann die nächste Frage. Welches Buch wurde gepusht? Hier, zu Turhan, Bierleichen, ein Fall für Kommissar Pascha. Habe ich so viel Gutes drüber gehört von Bekannten von mir und auch in der Zeitung. Und es hat sich auch so lustig angehört, aber ehrlich gesagt, mir hat es nicht gefallen, ich habe es wieder abgebrochen. Denn irgendwie bin ich mit der Story nicht richtig warm geworden. Dann die nächste Frage. Welches Buch hat sich in die Länge gezogen? Da gab es schon einige bei mir. So, aber so Krimis, wenn sie mir wirklich nicht gefallen haben und sich ewig wie Kaugummi gezogen haben, habe ich sie dann auch manchmal abgebrochen. Sprich, den Rest nur noch überflogen, um zu wissen, wer denn der Täter war. Zum Beispiel Printenprinz. Das habe ich ja dieses Jahr im Januar, glaube ich, was gelesen. Beziehungsweise angelesen. Also es hat sich sehr gezogen, wie gesagt. Und darum habe ich es danach wieder abgebrochen. Dann, welches Buch ging unter die Haut? Ja, das Tagebuch der Anne Frank. Das habe ich mal gelesen, wie wir in der Schule den Zweiten Weltkrieg durchgenommen haben. Das hat mich wirklich total gefesselt und fasziniert, das Buch. Vor allem die Schilderungen, wenn sie mal wieder fürchten mussten, entdeckt zu werden. Boah. Also an manchen Stellen hatte ich bei dem Buch wirklich Gänsehaut. Und dann zeige dein schwerstes Buch. Eindeutig hier. Das Geothemenlexikon unserer Erde. Band 1 von Länder, Völker und Kulturen A bis Irak. Ich habe vor vielen Jahren mal die Zeitschrift Geolino abonniert gehabt und habe das hier mal als Geschenk bekommen. Ab und zu blättere ich da noch rein, das ist ein richtig schwerer Klopper. Und eben das schwerste Buch, das ich bei mir im Regal gefunden habe. Und dann, welcher Charakter hat auf dich abgefärbt?
Am ehesten noch Justus Jonas von den drei Fragezeichen. Denn ich gebe zu, ich bin auch manchmal ein kleiner Klugscheißer wie er. Und auch seine Art gefällt mir immer recht gut. Das war's jetzt von mir mit diesem Tag. Ich weiß jetzt leider nicht, wer den schon alles gemacht hat. Ah, Buchtoaster. Vielleicht hast du ihn noch nicht gemacht. Dann will ich dich taggen und Buchliebhaber. Bei dir weiß ich es auch noch nicht, ob du den schon gemacht hast. Wenn nicht, ihr seid jetzt jedenfalls mal getaggt. Frage. Ist es bei euch auch so heiß wie bei mir hier in meinem Dachappartement? Ich wollte jetzt dann gleich ins Bett gehen und habe immer noch über 25 Grad hier herin. Ich habe jetzt schon alle Fenster aufgemacht, dass es ein bisschen durchlüftet und kühler wird. Na, hoffentlich bringt's was. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Meier 3007.